Das ist eine Bank in Düsseldorf, steht da. Demir Halk Bank. Aus Holland sogar. Ja, na, das ist fürchterlich. Hier in Düsseldorf, Pharaonenshow Düsseldorf. Das ist natürlich hier die Sonne Hieroglyphe dreimal. Ja, dann haben wir hier. Da oben ist der Pharaon, ganz oben mit dem Dreieck der Freimaurer. Schauen wir, der Pharaon mit Schlange auf dem Kopf. Da auch. Noch mehr Pharaon, ist das der gleiche? Dann haben wir da noch der Teufel da. Viermal oder so. Der Teufel, viermal mit Reptilienaugen und Eidechse. Also hier ist wirklich voll hier. Düsseldorf. Die Sonne-Hieroglyphe, da gibt es Staatsarchiv. Und da oben noch etwas da. Hexagonal. Das ist Justizgebäude da. Und hier nochmal das Gebäude, diese Bank. Ist ja alles zusammen. Der Kirche da, das Vatikan, es ist immer alles zusammen. Und da haben wir da wahrscheinlich die Schwester der Isis hier. Da die Schwester der Isis hier. Und natürlich ist das ein Bank, die Nationalbank. Alles in der gleichen Ecke. Da haben wir da dieses Haus nochmal wieder. Komisches Haus hier. Das ist die Isis mit Horus. Da haben wir Set mit Horus. Die Isis Horus Matrix. Armani. Ja, ist ja klar. Und Deutsche Bank. Da ist es voll mit Obelisken da drauf. Und da, all die Banken sind hier in Düsseldorf. Klar. Freimaurerzeichen. Na, da haben wir die Pharaonen. Die Pharaonin. Mit Set wahrscheinlich. Ja, das ist die Deutsche Bank. Wem gehört das? Mhm. Etwa die Deutsche? Nee. Und so ein Adler. Und auf die andere Seite gibt es Cartier. Yeah, Mann, ey. Ja. Irgendwelche Teufel da. Alles voll, Mann. Tja, und da haben wir all diese Obelisken da. Da. Da ist einer. Da ist einer. Da sind noch ein paar. Hier auf die Seite ist auch noch voll hier. Ja, da haben wir da das Bündnis. Ja. Ja. Isis auf ihr Stuhl. Die Isis-Stuhl, so wie im Wald da. Wieder ein Bank, Commerzbank.
Naja, schau mal, wie schön. Also ihr Deutsche, meint ihr dann, ihr regiert in eurem eigenen Land? Ne? Nee. Hier in Düsseldorf. Ja, noch immer in Düsseldorf. Das ist ja wieder eine Bank natürlich mit Dreieck der Freimaurer. Da oben befindet sich die ISIS. Und da ist Z. Und hier auch noch so Pharaonen da auf der Ecke. Und so Pharaonenhaarchen da auf die Seite. Das kennen wir auch irgendwo hier, ne? So eine, da steht Europa oder so. Asien oder sonst. Naja, die sehen ja nicht typisch deutsch aus, oder? Ja, da haben wir hier da unten noch Löwen. Ein Tier, was nicht aus Europa ist. Ne? Das ist das Symbol der pharaonischen Königswürde und der Adel. All diese von so und so, die die Deutschen im Krieg geschickt haben, da mit ihrer SS und so. Alles Adlige. Feind, das, der Feind der Deutsche. Der Per-A, da oben noch irgendwelche Pharaonen. Ja, und das sehen die Menschen nicht hier. Die laufen einfach am vorbei. So. Naja, das sieht aus wie eine Afrikaner. Credit Suisse in Düsseldorf. Also das ist da hier. Hier wäre man noch eine Stunde noch nicht ausgeguckt hier. Obelisk, also das ist ein richtiger Phallus. Da Horus, Falken, das sind keine Adler. Dann nochmal eine Falke, Horus, Falkengott. Und da nochmal, noch mehr Horus, Pharaonenvogel, da. Naja, also hier ist wirklich zu viel. Und dann haben wir hier da die ISIS. Sonne-Hieroglyphe, oder da war das wohl Germania, was natürlich auch ISIS ist. Sonne-Hieroglyphe. Und dann haben wir da das Bündnis. Da. Also, zu viel. Ich würde hier eine Stunde noch stehen. Stahlhof. Und dann haben wir da vier Pharaonen. Und da noch mehr Pharaonen. Die richtige Pharaonenmütze. Oh, das sieht ja übel aus. Da. Ja, es hat hier zu viel. Wirklich, es ist viel zu viel. Da noch. Und was ist das? Verwaltungsgericht. Sie sitzen auf alle Schlüsselpositionen. Überall. Da ist nochmal da der Vogel, der Horus. Falkengott überall. Und da auch. Und da auch. Und da auch. So. Schön, ne? Also ihr Deutsche meintet, ihr regiert in eurem eigenen Land. Oder sind es eher solche, die hier regieren? Was ich euch schon seit 2 Jahren sage. Die Pharaonen. Und der macht keine Witze hier. Ja, und was trägt sie da in der Hand? Naja, man weiß es nicht mal. Da. Und was hat sie da in der Hand? Opfergaben.
Keine Ahnung. Und schau mal da diese, die arme Frauen da an. Die müssen da diesen Pharaone anbeten. Eieiei, schau mal hier. Die beten der Pharaonen an hier. Schau mal, die arme europäische Frau hier. Fix und fertig. Kann nur noch den Teufel anbeten. Dann nochmal. Die arme deutsche Frau. Hat ihm alles geglaubt. Hat diesen Teufel geglaubt. Und was hat sie jetzt? Fertig. Tschüss, Deutschland. Die Krankenkasse, die saugen das Volk am meisten aus auf diesem Moment. Ärzte, die werden wahnsinnig bezahlt und machen nicht mal das. Die lassen Patienten x-mal zurückkommen. Naja, Teufel. Der Horus. Vogel. Das ist kein Adler, ne? Das ist der Horus, der Falkengott. Ja, Schlange. Reptilien. Ja, ja, die Eidechsen sind auch hier. Super. Und das ist eure Krankenkasse. Krankenkasse. Die Reptilien pflegen euch. Das ist ja richtig pflegeleicht. Sehr schlimm. Das ist echt sehr schlimm hier. Düsseldorf. Also Katastrophe hier. Sieht aus wie die Fatschis. Ja, das ist die Fatschis. Faschismus. Ah, naja, toll. Noch mehr. Krankenkasse. Nomi, irgendwelches Geschäft in Düsseldorf. Da unten gibt es noch Mastercard, auch das gleiche. Die Vesica Peitsches. So. Sonne-Hieroglyphe, ganz künstlich gemacht, ganz schön eigentlich. Und da ist alles hier ist voll. Da die Schwester der Isis. Isis. Na, hier in Düsseldorf, das ist ja preisverdächtig. Das Pharaonenhaus mitten drin. Mann, übel, Mann, ey. Eieieiei. Düsseldorf. Übel. So, neu lebt das dann auch noch. Ne, das ist nichts hinter dem Freimaurerdreieck. Und das, wo diese Kelche da stehen, ist hier die Sonne-Hieroglyphe. Siehst du? Das Hund in der Mitte und die zwei Balken an jeder Seite. Und jedes Mal steht da so ein Kelch.